Hallo zusammen, in diesem Video möchte ich euch zeigen, wie man die Strukturformel der HNO3, der Salpetersäure, zeichnet und welche mesomeren Grenzstrukturen es für das Nitratanion gibt. Ich möchte das Video auch mit einer Übung beginnen, und zwar all diejenigen, die jetzt versuchen wollen, die HNO3 selbstständig zu zeichnen, können das tun, sobald ich einen Pausezettel als Aufforderung einblende. Und ich werde diesen dann auch gleich wieder entfernen, um die Lösung zu posten. Das heißt, all diejenigen, die jetzt selbstständig zeichnen wollen, die drücken jetzt auf Pause. Gut, jetzt kümmern wir uns gleich mal um die Lösung. Und zwar sieht das Ganze folgendermaßen aus. Ich habe euch nochmal aufgeschlüsselt, aus welchen Elementen die HNO3 besteht. Und ihr seht hier die Außenelektronen der jeweiligen Elemente, Wasserstoff, Stickstoff und Sauerstoff. Des Weiteren, wie wir es in den Vorgängervideos kennengelernt haben, können wir uns das Ganze auch berechnen. Und zwar kommen wir hier sozusagen auf 5 Bindungen. Und wie jetzt die richtige Struktur aussieht, das zeige ich euch jetzt, indem ich sie euch mal vorzeichne. Also hier seht ihr nochmal die Elemente, die wir zusammensetzen müssen. Wir benötigen 5 Bindungen. Und da Stickstoff in der zweiten Periode steht, können wir hier nur 4 kovalente Bindungen anbringen. Das gilt grundsätzlich für alle Elemente, die in der zweiten Periode stehen. Ich habe es auch vorher schon in der folgenden Szene gepostet, nur ich möchte es hier jetzt nochmal anmerken. So, wir können Stickstoff als unser Zentralatom betrachten und fangen mal mit dem Stickstoff an. Und müssen jetzt sozusagen, wir haben nur 4 kovalente Bindungen zur Verfügung, um die 3 Sauerstoffatome und den Wasserstoff unterzubringen. Nun, wie können wir das bewerkstelligen? Und zwar, wir benötigen einmal, sozusagen, wenn wir jetzt hier mal davon ausgehen und wir müssen das Wasserstoffatom auch anbringen, dann müssen wir das Wasserstoff mit einem Sauerstoffatom verbinden. Und zwar wird das Ganze dann so aussehen. Da haben wir mal das erste Sauerstoffatom und hier können wir jetzt praktisch das Wasserstoffatom dranhängen. Das wäre jetzt auch mal erledigt. Wir haben jetzt hier eine Bindung schon mal fertig und wir dürfen aber nur 4 Bindungen anbringen. Das bedeutet jetzt, wenn wir jetzt hier Einzelbindungen machen, dann kommen wir nur auf 3 Bindungen vom Stickstoffatom aus. Das heißt, wir werden dieses Sauerstoffatom mit einer Doppelbindung an den Stickstoff binden. Und dieses Sauerstoffatom mit einer Einfachbindung. Und das wäre die Struktur der HNO3, und zwar ist es ein planares Molekül. So, die Oktettregel ist erfüllt. Schauen wir es mal für den Stickstoff an. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Passt für den Sauerstoff. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hier ebenfalls. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Auch hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Für dieses Sauerstoffatom. Und für den Wasserstoff gilt nicht 8, sondern 2, 1, 2. Die Oktettregel ist erfüllt. Nun, was wird uns auffallen? Wir haben jetzt, ich markiere es mal, fertig. Und zwar, wenn wir uns jetzt die Außenelektronen anschauen, des Stickstoffs, dann haben wir nur 1, 2, 3, 4 und im elementaren Zustand 1, 2, 3, 4, 5. Daraus resultiert eine Formalladung, zwar eine positive. Gucken wir uns hier dieses Sauerstoffatom an. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 Elektronen, neutral, das passt. Dieses Sauerstoffatom, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ein Elektron zu viel, dadurch eine negative Formalladung. Dieses Sauerstoffatom, 1, 2, 3, 4, 5, Entschuldigung, 1, 2, 3, 4, 5, 6, das passt ebenfalls und das eine Wasserstoffatom hat ja nur ein Außenelektron. Dadurch können wir jetzt sozusagen das Ganze jetzt noch verbinden und das
wäre die richtige Struktur der Salpetersäure? Ist es ein neutrales Molekül? Ja, denn wir haben hier zwei Ladungen und plus 1 plus minus 1 ergibt 0. So, sehen wir uns das Ganze noch eine Spur vergrößert an. Und nochmal zur Wiederholung, Formalladungen entstehen dann, wenn ein Bindungselektronenpaar von ein und demselben Element stammt. Und zwar in diesem Fall haben wir hier beim Stickstoffatom diese Doppelbindung rot hervorgehoben. Beide Elektronen, die dieses Elektronenpaar bilden, stammen vom Stickstoff. Das heißt, wenn wir Stickstoff uns nochmal angucken, haben wir hier 1, 2, 3, 4, 5. Und genau diese beiden Elektronen sollen hier sozusagen dieser rote Strich sein. Das heißt, diese Elektronen werden durch diesen roten Strich symbolisiert. Und was passiert mit den letzten drei? 1, 2, 3. Da haben wir hier die Bindung und hier die Bindung in Form einer Einfachbindung. Das heißt, ich werde das hier nochmal rot hervorheben. Und dadurch sozusagen, dass wir jetzt auch die vier kovalenten Bindungen beim Stickstoff haben, die ja sozusagen auch verlangt sind aufgrund der Oktettregel, können wir jetzt hier feststellen, 1, 2, 3, 4 oder 1, 2, 3, 4 Bindungen, die vom Stickstoffatom ausgehen, die verlangten 5, wie kommen wir auf die? 1, 2, 3, 4, 5. Dann nehmen wir noch diese Bindung zwischen Sauerstoff und Wasserstoff hinzu. Nochmal zu den Elektronen, wir kommen hier auf 1, 2, 3, 4 Elektronen, dadurch haben wir eine positive Formalladung. Bei dem Sauerstoff haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, wie es fürs Sauerstoffatom typisch ist, sechste Hauptgruppe, 6 Außenelektronen. Selbiges gilt hier, 1, 2, 3, 4, 5, 6, passt auch, hier keine Formalladung, beim Wasserstoff sowieso nicht. Und hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ein Elektron zu viel. Nochmal Sauerstoff, sechste Hauptgruppe, 6 Außenelektronen. Und wenn ich 7 Elektronen habe, dann ergibt sich folgende Rechnung. 6 minus 7 ist minus 1. Im Vergleich zum Stickstoff, wir haben 5 Außenelektronen. Und wenn wir eines weniger haben, 5 weniger 4, ergibt plus 1. Wie viele mesomere Grenzformen gibt es jetzt für die Salpetersäure? Es sind insgesamt 2. Und zwar könnt ihr hier links und rechts ein und dieselbe Struktur erkennen, nur mit dem Unterschied, dass sich einmal die negative Ladung hier bei diesem Sauerstoffatom befindet und hier bei diesem Sauerstoffatom. Man könnte auch das H an eine andere Stelle setzen, dann würde das Ganze einfach nur im Kreis rotieren und man käme dann trotzdem immer auf 2 mesomere Grenzformen. Grundsätzlich wäre diese Struktur hier ebenfalls möglich, nur es gibt eine Regel bezüglich der Formalladungen und zwar, dass Strukturen mit benachbarten Formalladungen nicht berücksichtigt werden und einfach nicht geschrieben werden. Benachbart bedeutet, dass wir hier eine positive Ladung haben und hier eine positive Ladung. Und wenn ihr auf diese Struktur kommt, dann könnt ihr sie gleich vergessen, denn diese wird nicht berücksichtigt. Das heißt, für die Salpetersäure sind diese beiden mesomeren Grenzformen gültig.